Ja, vor einigen wenigen Tagen hatten wir ja den Präsidenten hier zum Interview und der hat uns schon ein bisschen berichtet, was der Stand der Dinge ist. Und die Fans haben weiter natürlich wichtige Fragen und die will ich jetzt natürlich auch mal an den UFC-Geschäftsführer weitergeben und da freut es mich, dass Thomas Opaczek zu uns gekommen ist. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, die erste Frage muss natürlich sein, stimmt es, dass de facto keine Zuschauer zum ersten Heimspiel zugelassen sind, beziehungsweise da kursiert die ominöse Zahl von 100? Ja, diese Frage ist für mich auch jetzt auch nicht ganz einfach zu beantworten, denn Fakt ist, dass wir am 11. August unser Konzept eingereicht haben beim zuständigen Gesundheitsamt. Und das Konzept beinhaltet nicht nur eine Zuschaueranzahl, sondern da ist es sehr umfangreich. Unter anderem sind so Sachen drin verankert wie ein Reinigungskonzept, wie ein Catering-Konzept, wie ein Konzept bezüglich der Anreise, auch, aber auch der Abreise, Wegeführung im Stadion, vor, während und auch nach dem Spiel. All dies ist sehr umfangreich und so sehr detailliert auch dann auch mit Anlagen ausgeführt und dies haben wir dann ausgereicht. Also de facto muss ich leider sagen, dass wir bis zum heutigen Tage keine offizielle Antwort darauf erhalten haben. Es gab dann vorgestern Abend, am späten Abend, bekam dann unser Präsident Joachim Wagner eine E-Mail vom Oberbürgermeister. In dieser E-Mail ist dann uns mitgeteilt worden, oder Herrn Wagner ist mitgeteilt worden, eben, dass für das erste Heimspiel 100 Zuschauer zugelassen sind. Und das war weitestgehend die einzige Info. Da wurde jetzt nur kurz Bezug genommen auf die hohen Infektionszahlen in der Stadt Offenbach. Und dass wir bis zum ersten Spiel nicht mit weiteren Informationen rechnen können. Ja, aber meine Frage muss natürlich jetzt sein, was genau beanstandet denn die Stadt Offenbach an unserem Hygienekonzept? Das wurde ja sogar mit Teilen der Stadt sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr umfangreich erstellt. Wo liegt denn im Detail das Problem in unserem Hygienekonzept? Ich kann diese Frage nicht beantworten. Das ist jetzt sag mal, ein Teil dieses Dilemmas, in dem wir uns jetzt auch befinden, dass wir eben nicht genau wissen, wo es jetzt für nicht gut oder nicht gut genug befunden wird, wo wir vielleicht nachbessern können und auch müssen. Und das ist einfach ein Zustand, der für uns sehr schwierig zu akzeptieren ist, denn wir waren ja vor kurzem zu so einer Verwaltungsratssitzung eingeladen, wo wir dann auch Gäste waren. Dort hat unser Präsident auch ganz deutlich klar gemacht, dass wir uns eine Arbeitsgruppe wünschen, wo man all das eben dann besprechen kann. Ich glaube, dass es sehr wichtig wäre, sich einfach mal zusammenzusetzen und ganz sachlich sich mit diesem Konzept auseinanderzusetzen, um möglicherweise auch nochmal irgendwo nachzubessern. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann habt ihr keine sachliche Bewertung des Konzepts bekommen und dennoch ist eine Entscheidung gefallen. Auf welcher Basis? Auch diese Frage kann ich jetzt nicht beantworten. Deswegen drängen wir so sehr darauf, dass man sich eben dann zusammensetzt und sich wirklich ganz konkret mit dem Sachverhalt auseinandersetzt. Denn jetzt, wie gesagt, der Hinweis auf die Infektionszahlen in der Stadt Offenbach ist auch zum Beispiel so eine Sache. Also wir haben jetzt eine Auswertung gemacht und Teil des Konzeptes ist ja eben, dass lediglich unsere Dauerkartenbesitzer ins Stadion dürfen. Das bedeutet, wir können genau zuordnen, wo jemand wohnt und demnach ist es eben so, dass bei unseren Dauerkartenbesitzern lediglich 26% in der Stadt Offenbach wohnen. Ja, der weitaus größere Teil ist eben woanders und auch da haben wir eine Auswertung gemacht und per heute ist eben dieser so oft schon zitierte Inzidenzwert von 7 Tagen, ich muss mal kurz nachgucken, der liegt bei 21,6 jetzt, ja, per heute. Gestern war er bei knapp 25 und es ist jetzt eine rückläufige Tendenz zumindest da und wir hoffen natürlich alle, dass da auch die Infektionszahlen dann auch zurückgehen. Es war doch gerade hier in der Stadt Offenbach, wie wir gehört haben, auf die Reiserückkehrer zuzuordnen. Jetzt bekanntlich sind ja die Ferien jetzt schon zu Ende, sodass wir schon große auch Hoffnung haben, dass es da weiterhin eben dann in diese Richtung geht.
Das heißt also, wenn die Zahlen weiter zurückgehen, könnte es sein, dass doch noch mit Zuschauern gespielt wird? Fragezeichen? Ich fühle mich schon relativ unwohl, muss ich ganz ehrlich sagen, dann bei jeder Frage eigentlich sagen zu müssen, dass ich sie nicht beantworten kann. Aber ich kann sie auch nicht beantworten, weil das übersteigt einfach meine Entscheidungskompetenz. Nach unserem Verständnis wäre es so, ja, dass sofern dieses Konzept für gut genug geheißen wird und demnach dann auch vom Gesundheitsamt uns eine Bescheinigung ausgestellt wird, dann wäre es so. Aber da wir noch nichts gehört haben, muss ich auch diese Frage wieder mit Nichtwissen beantworten. Ja, wie geht es denn jetzt weiter? Also jetzt mal unabhängig auch von diesem Spiel, wird alles immer wieder neu bewertet? Denn das zweite Heimspiel, das kommt ja dann ganz bestimmt. Wir wissen noch nicht, wie es mit diesem Spiel ist, obwohl wir schon eigentlich eine Entscheidung haben. Und in der Zukunft muss man immer wieder von Fall zu Fall schauen. Das müssen wir abwarten. Wichtig wäre, dass man in der Tat zusammensitzt und sich sachlich mit dem Thema auseinandersetzt und wirklich auch schon für die Zukunft ja viele Szenarien berücksichtigt und einfach weiß, wenn Fall X eintritt, dann passiert Y und so weiter. Das, weil ich glaube, die Ressourcen und die Zeit hat niemand, dass wir dann auch jede Woche irgendwie neu entscheiden müssen. Deshalb wäre unser Wunsch, dass man da besser gestern als heute eben sich mit diesem Thema ernsthaft auseinandersetzt. Die Stadt Offenbach hat ja gestern dann auch in der Pressemeldung geschrieben, dass der OFC bis 35 Fälle, glaube ich, unter diesem Hygienekonzept eben agieren kann und will. Und da wir deutlich drüber liegen, kann das so nicht sein. Jetzt hast du aber gesagt, naja, die ins Stadion kommen, sind wir nicht bei 35, sondern sind wir sogar unter 25%. Also es sind ganz verschiedene Fakten. Ja, also über die Pressemitteilung haben wir uns auch etwas gewundert und waren da ja auch überrascht darüber. Also wir haben unsere Hausaufgaben sehr verlässlich gemacht. Also wir haben uns schon jetzt auch Gedanken gemacht und Fakt ist, über allem steht, wir wollen nicht, dass sich am Biberer Berg irgendjemand auch noch infiziert. Und das Konzept ist einfach darauf ausgelegt, dass selbst wenn jemand, der das Virus in sich trägt, hier ein Spiel besucht, ihm nicht weitere Personen ansteckt. Also dem ist alles unterzuordnen und das haben wir nach bestem Wissen und Gewissen auch gemacht, unter Berücksichtigung einfach von Experten, sodass wir schon sagen können, wir sind wirklich überzeugt davon, dass das so funktionieren würde. Wir haben, ich würde sagen, wenn nicht das modernste, dann sicherlich eines der modernsten Stadien in der Regionalliga, selbst in der dritten Liga ist dieser Standard einfach selten so gegeben. Wir haben auch, was die Parkplatzsituation anbetrifft, eine sehr, sehr großzügige Situation. Also selbst wenn wir von 5.000 nur ausgehen, dann könnte fast jeder eigentlich mit dem Auto kommen und hätte einen Parkplatz bei uns am Stadion, ja. Bei der Kapazität, die wir letzten Endes haben. Also das ist schon vieles, was für uns an guten Voraussetzungen da ist, damit wir hier ein Fußballspiel stattfinden lassen können, ohne da jetzt Gefahr laufen zu müssen, dass wir hier ein Infektionsgeschehen auslösen. Also wenn ich es richtig zusammenfasse, es geht eigentlich nur miteinander und daran hat es ein bisschen gefehlt. Sind die Zeichen denn so, dass man jetzt da wieder richtig intensiv aufeinander zukommt und dass der OFC wirklich die Möglichkeit hat, unter vernünftigen Bedingungen auch die Saison zu bestreiten? Ja, natürlich geht es nur miteinander und ich bin überzeugt, dass das sich nicht geändert hat, dass nach wie vor eben der OFC sehr wichtig für die Region hier ist, sehr wichtig für die Menschen, für viele Menschen, das durfte ich ja schon hier mehrfach kennenlernen, ist der OFC weit mehr als einfach nur ein Fußballverein, wo man seine Freizeit verbringt, sondern ja, ein Lebensinhalt, Lebensaufgabe, wo man einfach auch mal mit Menschen zusammenkommt und ja, einfach auch etwas Freude in seinem Leben einfach hat. Ich habe sehr viele Fans kennenlernen dürfen, die einfach wirklich ein und alles für den OFC geben und deshalb denke ich, dass es wert genug ist, sich damit auseinanderzusetzen und nochmal, wir haben jetzt trotz unserer kleinen personellen Ressourcen hier einfach wirklich, wie ich meine, sehr detailliert etwas vorgelegt und dürfen, glaube ich, schon erwarten, dass man uns ernst nimmt und sich damit auch ernsthaft auseinandersetzt. Nochmal für die Sache, nicht für mich, nicht für jemanden anders hier im Verein, sondern wirklich für die Menschen hier in der Umgebung, für die das Ganze wichtig ist.
Und dafür werden wir kämpfen. Wir werden auch weiterhin nerven und nicht locker lassen. Denn Fakt ist, wie ich schon mehrfach gesagt habe, wir können uns eine Saison ohne Zuschauer nicht nur, dass wir uns nicht leisten können, aber ich glaube, dass das völlig am Ziel vorbeigeht, wenn man einfach Fußballspiele auf Dauer stattfinden lässt ohne Zuschauer. Man spielt ja für die Zuschauer. Das ist ja genauso wie jetzt im Theater oder wo auch immer bei einem Konzert, macht ja gar keinen Sinn, eigentlich auf Dauer einfach, dass solche Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Mal ganz abgesehen vom Wirtschaftlichen. Also wir halten fest, nur zusammen schaffen wir es. Vielen Dank, Thomas Obotzig. Dankeschön.